Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, ich warte hier noch ganz kurz, damit der Mulcher fertig wird. So, und hier kann ich noch mit dem Ticken vorfahren, dass auf jeden Fall der hier drin ist. Eben in der Range. So, das haben wir jetzt geschafft. Der Mulcher ist wieder komplett gewartet. Eieiei. Das haben wir ja geschafft, ne? Das ist ja super. So, aber theoretisch können wir auch schon mal einen neuen Steinesammler dann losschicken. Aber das wird nicht der hier. Weil der tut sich immer so ein bisschen schwer beim Anfahren. Der tut sich immer so ein bisschen schwer beim Anfahren. Aber gut. So ist das nun mal. Okay, den hier noch sauber einparken. Der ist auch angekommen. Da, wo er soll. Natürlich. Jetzt können wir einmal das ganze Stroh abgeben. Und eben den lasse ich da noch beladen, aus dem Grund, dass wir den auch verkaufen brauche ich es ja jetzt erstmal nicht. Kaufen brauche ich es erstmal nicht. So. Das zu dem. Dann können wir den auch mal in die Nähe bringen. So. Wunderbar. Der hat die Arbeit beendet. Das war der Miststeuer. Auf den habe ich jetzt eigentlich gewartet. Ne? Dass der mal fertig wird. Deswegen stelle ich jetzt hier auf mal 30. Deswegen auf mal 30 gestellt. Und dann geht es hier erstmal rund. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Stau dann an der Werkstatt. Aber das ist ja erstmal egal. So, wir gehen jetzt mit riesen Schritten Richtung August und dann können wir mal gucken, was man im August so alles machen können. Auf jeden Fall ansehen. Da brauche ich einen neuen Zettel, wo ich mir das dann aufschreiben kann. Den Ansehplan. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da tun können. Und dann wird auch dieser Workplan wird dann rausfallen aus meiner Modliste. Egal. Also ein bisschen Feldarbeit noch, wo gerade nebenbei erledigt wird. Ja. Ich habe ja hier diese 81 Felder. Ich werde dann mir eine Liste schreiben, wo diese 81 Felder aufgelistet sind. Und dann kann man da immer wieder aktualisieren in dem Sinn. Wir laden erstmal wieder Mist. Ja, da wird es wieder einiges rauskommen. Okay, den haben wir soweit. Mit dem können wir jetzt erstmal wieder vorfahren. Dann können wir den nächsten nachziehen. Und so weiter und so fort. Ah, da ist auch schon wieder einiges beschädigt. Tanken natürlich nicht vergessen. Da kriegen wir jetzt auch ordentlich Sprit. Von der Raffinerie. Das gefällt mir. Natürlich habe ich auch immer wieder das Auge auf unser auf unseren HUD. Also auf unser Info-HUD.
wunderbar. Ja, es ist doch herrlich. Kann der weg mit 150 Stunden? Hoffentlich bleibt das auch. Ja, das bleibt so. Der hat 150 Stunden. Das ist halt auch krass, ne? Er könnte sagen, was er wollte. Das ist schon ein bisschen krass. 150 Stunden. Das ist echt, boah. Nicht schlecht. Ja. Ich will hier aussteigen. Und einfach mal hier hoch zum Mais laufen. Dann können wir sehen, wie weit der ist. Der ist 6. 4 von 6. Und ich glaube, bei erst 6 von 6 ist es dann Futter, wo man dann schön gemütlich abernten. Häckseln kann. Mein Gott. Ist das eine schwere Sprache? Okay, ich sehe halt nichts, wie ich fahren muss, ne? Ich fahre jetzt blind rückwärts. Aber ich muss ja nur relativ gerade zurückfahren. So. Das passt doch. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt da im Endeffekt noch drin haben werden. 242.000 Liter, das ist halt auch eine Hausnummer. 242.000 Liter. Ich denke mal nicht, dass es regnet. Den Ding würde ich jetzt mal so stehen lassen können, glaube ich. Deswegen fahre ich den erstmal hier hin. Also meine... die Parking Area. So. Hühnerfleischmix. Geht auch so langsam leer. Ja, der hier könnte aber ein bisschen schneller arbeiten, die Werkstatt. Das kann man noch bei 30%. Also manche Mulcher, die brauchen halt schon ein bisschen länger. Das bleibt halt ohne Frage so stehen, ne? Futterfabrik Kleie. Ja gut, das kann man alles warten lassen bis zum nächsten Tag. Ja, die Kleie kriegen wir von der Mehlfabrik. Buchweizenmehl. Also wir könnten theoretisch noch Buchweizenmehl produzieren. Da mal gucken. Bäckerei. Kann man da auch Buchweizenmehl? Ne, ist hier noch nicht drin. Ist hier noch nicht drin. Buchweizenmehl. Schade. Eigentlich schade. Aber ja. Wird wahrscheinlich mit dem nächsten Update dann kommen. Mein Produzieren. Wir können es ja theoretisch schon mal sagen, man tut es vorproduzieren. Aber was wird das für einen Sinn machen? Eigentlich gar keinen. Außer dass man es halt auf Lager liegen hat. Na gut, ist halt so. Die Zeit geht jetzt auch endlich voran und wir haben den JCB bzw. den Mulcher endlich gewartet komplett. Das heißt, wir stellen den weg und dann werden wir mit einem Steinesammler mal zur 56 fahren. Weil ich denke mal, da wird es gut sein, wenn wir da mit zwei Steinesammlern dann arbeiten. So. Es sind ja noch zwei Mulcher, müssten noch unterwegs sein. So, aber wir gehen erstmal los mit dem Steinesammler dann. So. Das ist auch den Grund, warum ich den Träger gewählt habe, weil der hat auch einfach die höhere Endgeschwindigkeit. Also das ist dann auch besser beim Fahren. So. Gucken wir mal, ob es überall nach unten geht. Ja, passt. Aber jetzt bin ich... Das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. So, was
Jetzt kommt er noch rein. Pfirsichplantage, Booster Herbizid. Ja, danke schön. Ich war doch gerade eben oben. Genau damit, ne? Egal. Egal, ne? Passt schon. So. Dann natürlich mit dem Miststreuer stellen wir uns auch in die Reihe. Aber die Laterne gefällt mir hier nicht. Light Pole Large. Man hat jetzt zwei verbaut auf einem Fleck. Das gefällt mir so nicht. Die Objekte müssen halt weg. So wie der hier. Kann ich den Müll hier wegmachen? Nee. Und die hier soll auch weg. Zack. Wunderbar. Oder Pflaume hätte auch gern Herbizid. Oh, das ist doch so langsam, aber sicher. Kommen wir jetzt in die Gefilde, wo es besser wird. So. Ja klar, das Gewicht dauert jetzt halt eben am längsten, bis es wieder genullt ist, sage ich jetzt mal. Aber gut. Ein bisschen Zeit müssen wir halt dem auch lassen. Aber, damit ich euch nicht so lange auf die Folter spanne, spule ich jetzt mal ein bisschen schneller vor. Muss halt natürlich auch immer gucken, dass das, was drin steht, nichts, was reinkommt, was dringend dann ist. Das kann alles bis zum nächsten Tag warten. Der Rest ist Feldarbeit, wo nebenbei erledigt wird. Und der Vorteil ist jetzt auch, dass eben der Kalk weiter produziert wird. Oh, Kalbfleisch. Die Arbeit beendet. Der hat die Arbeit jetzt beendet. Das finde ich doch mal Weltklasse. Das heißt, 42 ist Kalken vorbei. Und dann werden wir hier einfach die 43 laden. Gewächshauspilze fast voll, ne? Also das war jetzt eben das, was ich ja eben gemeint hatte. Das ist jetzt was, was dringend ist. Und die werden wir jetzt dann auch gleich erledigen. Und dann kann man auch wieder Gas geben. Und der Rest... Ja, den Rest, der kommt jetzt nach und nach. Und wir dann abarbeiten wieder am nächsten Tag. So, und ich gucke einfach mal, dass ich da hochfahre. Und zwar ins Gewölchte rein. Und dann kann ich den Trecker hier stehen lassen auf dem Feld und alles ist gut. Wird wieder einer blockiert. Das ist wahrscheinlich der Pflug. Aber sehr wahrscheinlich der Pflug. Nein, der Steinesammler. Okay. Na gut. Angekommen. Das passt auch. Und da ist auch der andere Kollege. Der Pflug. Das passt. Aber wir können hier theoretisch schon mal den Kurs starten. Ich würde den auf jeden Fall mit zwei Fahrzeugen auf dem Kurs machen wollen. Dann soll ich hier mal generieren. Upsala. So, Kurs speichern. Und zwar 56 Steine sammeln 2 × 9 Meter. Passt. So. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.